17 Uhr, auf geht's! Herzlich willkommen zum 17 Uhr Training, heute ist Dienstag. Ich starte mit dem Aufwärmprogramm, gehe dann 4 Runden, danach steigt Rüdiger ein, danach der Marc und ich mache dann nochmal ein kleines Cooldown. Ja? Wenn ich das Warm-up erledigt habe, erkläre ich euch meine 4 Runden, so ein bisschen Schlagübungen und ein bisschen tänzelnde Beinarbeit mit Maltbewegung, aber alles sehr, sehr spielerisch. Okay, locker auf der Stelle laufen und das rechte Bein nach vorn und den linken Ellbogen rüberziehen. Dann wechseln. Bumm. Bumm. Immer diese kleinen Dribbelschritte zwischendurch. Erstmal langsam reinkommen. Und wir lassen das Bein jetzt nicht mehr gestreckt, wie gerade eben, sondern wir gehen mit dem Knie nach oben und den Ellbogen diagonal zum Knie. Rhythmus finden, kleine Zwischensteps. Punkt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hallo Sandra. 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und du kommst. An die Arme anwinkeln und Schulterkreisen. Super, jawohl. Dabei springen und nach hinten. Schulterbrett aufstellen, Arme links und rechts am Körper vorbeischwingen. Leicht in die Knie nachfedern. Und wir kreisen mit dem linken Arm nach hinten, stellen uns schön stabil in die Balance und wechseln rechter Arm und wieder eine stabile Fußstellung. Wechsel linken Arm nach vorn. Und wechsel rechter Arm nach vorn. Arme nach vorn strecken und paddeln. Ja, Safer, back on track. Nach oben und weiter paddeln. Und wieder nach vorn weiter paddeln. Und noch einmal nach oben. Und schön kleine Paddelbewegung. Bam, 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 und nach vorn. Schultern weiter aufstellen, linken Arm nach hinten, rechten Arm nach hinten. Die Hände auf die Schulter legen und die Schulter kreisen nach vorn. Weit und gründlich. Nach hinten. Und nochmal nach vorn. Locker machen, mal die Arme nach vorn ausschütteln. Weiter nach vorn schlagen, nach oben und wieder nach unten mit dem Oberkörper mitgehen. Und die Arme am Oberkörper vorbei pendeln. Oberkörper aufrichten, weiter pendeln. Die Hände in die Hüfte, Oberkörper, zweimal nach rechts, zweimal nach links. Hey Tommy, willkommen. Hände vor die Brust, zweimal nachfedern, Arme strecken. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und mal die Unterarme durchkreisen. Ja? Drei, viermal links, drei, viermal rechts.
kaputt machen. In die andere Richtung, von oben nach unten. Bisschen die Ellbogengelenke in Gang kriegen und mal beide gleichzeitig. Und andere Richtung. Die Arme hinterm Körper, zweimal nachfedern. Eins, zwei, drei, vier. Fäuste hoch, leicht in die Knie gehen und den Oberkörper kreisen. Entweder links rum oder rechts rum. Beweglichkeit in der Hüfte und im Oberkörper. Wechsel in die andere Richtung und atmen. Und nochmal wechseln. Und nochmal locker springen, locker machen. Wieder die Hände in die Hüfte stützen, Oberkörper zweimal nach vorn federn, zweimal nach hinten. Und wieder. Zwei nach vorn, zwei nach hinten. Die Füße schließen, Fingerspitzen runter auf den Boden oder Fußspitzen und zweimal oben nachfedern. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und wieder locker machen. Auf der Stelle wieder ein bisschen springen. Und ich werde euch kurz die vier Runden erklären. Ich hoffe, ihr seid gut aufgewärmt. Mir geht's gut. Muskulatur läuft. Schön warm. Wir gehen 4x3 Minuten im 30-Sekunden-Takt. Die ersten 30 Sekunden sind immer Schläge, dann kommt 30 Sekunden Tänzelbewegung. Die Tänzelbewegung werde ich dann im ersten Durchgang kurz euch erklären, im Vorwärts- und Rückwärtsgang. Aufgeteilt ist die erste Runde. Wir starten mit den Geraden. Erstmal Position einnehmen, wir schlagen 30 Sekunden. Nur linke Gerade. Ja? Bam, bam. Dann kommt 30 Sekunden Tänzel. Nach vorne, nach hinten mit der Weitbewegung. Das funktioniert genau so, als wenn der Uli und der Rüdiger ihre Seile hier spannen und ihr durchtaucht. Zeige ich euch noch mal kurz im Vorwärts- und Rückwärtsgang. Dann kommt 30 Sekunden nur die rechte, dann wieder tanzen, dann 30 Sekunden nur linke, rechte gerade. Und dann nochmal zum Schluss durchtanzen. Okay, wir starten in die Boxstellung. Nur linke gerade, 30 Sekunden. Und los geht's. Bam. Schön die Schulter und die Hüfte dabei reindrehen. Zum Körper, zum Kopf, zum Körper, zum Kopf. Kopf, Kopf, Körper, Körper, Kopf, Kopf. Ihr könnt euch die Schläge aussuchen, wo die landen. Immer wieder die Schulter, die Hüfte nach vorn. Und wir wechseln ins Tänzel. Und zwar, ihr nehmt die Doppeldeckung, dribbelt locker an, 1, 2, geht rüber nach links, den Oberkörper aufs linke Bein rüber. Dribbeln, rüber nach rechts und wieder dribbeln. Links, dribbeln, rechts. Das Ganze nach hinten. Locker dribbeln. Oberkörper nach links, linkes Bein nach hinten. Rechts, rechts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nach vorn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. In die Boxstellung. Nur die rechten Arme. Schön ausatmen. Eigenes Tempo finden. Wichtig ist, dass die Technik stimmt. Und wir testen wieder an. Locker auf der Stelle dribbeln. Links, links, rechts, rechts. Durchtauchen. Durchtauchen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doppeldeckung, Fäuste bleiben am Kinn, nach vorn, nach hinten. Die Zwischensteps sind wichtig. Und nochmal nach vorn. Bewegen, Oberkörper, leichte Kniebeuge. Und wieder Boxstellung, linke, rechte gerade.
geht ihr mit dem Schritt nach rechts, geht der Oberkörper rüber nach rechts. Geht ihr nach links, geht der Oberkörper rüber nach links. Die kleinen Zwischenschritte, die sind wichtig. 1, 2, 3. Und dahin. Und eine kleine Pause. Runde 1. Ich trinke was. Schön durchatmen. Zweite Runde. Selber Rhythmus. Wir starten wieder mit den Schlägen. Diesmal aufwärts hacken. 30 Sekunden links. Tänzeln, nach vorne, nach hinten. Dann 30 Sekunden rechts. Danach wieder tänzeln, nach vorne, nach hinten. Und dann 30 Sekunden links, rechts, aufwärts haken. Und die letzten 30 Sekunden wieder tänzeln. Hey, Hamburger Jung, Stefan, grüß dich. Moin, moin. So, wir gehen wieder in die Position Boxer. Ziemlich parallel stellen. Leicht in die Knie. Doppelte Kopf. Aufwärts hacken. Zum Kinn. Zum Körper. Nur links. Ja, Stefan, mach ruhig. 6-6, immer gut. Rhythmus halten, Balance halten, leicht in die Knie gehen. Und wieder Boxstellung, rechte aufwärts hacken. Bam, 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 bam. Hüfte, bam, bam, rein, linke bleibt am Kinn. Eins, zwei, eins, zwei. Oberkörper bleibt vorn. Oh Gott, noch fünf. Und nochmal, Doppeldeckung. Wir tänzeln wieder, nach vorne oder nach hinten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kleine Steps. Oh Gott. Links, rechts. Ein Schlag geht raus. Eine Faust bleibt am Kopf. Auf fünf. Locker machen. Und wir tänzen nochmal. Weit die Füße auseinander, immer wieder zurück in die Schulterbreite und durchtauchen und dribbeln. Links, rechts rüber, links, rechts rüber. Und Pause. Runde 2, wer war das? Super. Runde 3, kurze Erklärung. Logischerweise seitwärts hacken. Wir gehen wieder die ersten 30 Sekunden nur links. Seitwärts hacken. Dann wieder dribbeln und tänzeln und durchtauchen. Dann 30 Sekunden nur der rechte
Biceps hacken, dann wieder tänzeln. Dann linke, rechte Seitwärts hacken und die letzten 30 Sekunden wieder tänzeln. Aufschütteln, locker machen. Tief durchatmen, vorbereiten für den Seitwärts hacken. Rechts bleibt am Kinn. Zehn Sekunden. Und wir tänzeln wieder. Locker andribbeln. Rechts rüber. Oberkörper geht rechts rüber. Links rüber. Oberkörper geht links rüber. Und nach vorne. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Bockstellung. Rechter Seitwärts haken, nur rechts. Bam. Schön reinkippeln, den Unterarm. Bum. Bum. Und die rechte bleibt, die linke bleibt schön am Kinn und am Körper. Hier, diese Rotation. Bum. Bum. Rückholbewegung. Ranlegen. Bam. 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 Noch fünf. Und wieder locker andribbeln und durchdrücken. Ihr seid permanent in Bewegung auf den Füßen. Rhythmus finden, der Oberkörper geht gleichzeitig mit den Knien 10, 15 cm nach unten. Dann wieder hoch. Und komm. Noch 5. Und Bockstellung, linke, rechte Seitwärts haken. Bam, bam. Noch 5. Und wieder links rüber. Kleine Steps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rhythmus halt, komm! Häuschen, locker machen! Das war Runde 3. Wir starteten mit der Geraden. Dann aufwärts, dann seitwärts. Runde 4 logisch. Freestyle. Alle Schläge. Auch 30 Sekunden nur links. Dribbeln und tauchen. Dann 30 Sekunden nur rechts. Dann wieder dribbeln und tauchen. Dann links, rechts. Im Freestyle. Und die letzten 30 Sekunden wieder dribbeln und tauchen. Bisschen locker machen. Ihr merkt, am Anfang denkt man, ach, dieses Dribbeln und Tauchen, easy. Aber immer wieder jetzt mit der Wiederholung merkt man schon, ey, da sind ja Oberschenkel. Ja. Okay, in die Boxstellung, wir starten. Nur die linke im Freestyle. Und los geht's. Auf 5.
und wieder locker anrüppeln, Doppeldeckung und wir tänzeln nach hinten und verlagern das Gewicht vom linken aufs rechte Bein, dabei leicht durchtauchen und es geht nach vorne. Und komm, Rhythmus bleiben, locker bleiben. Wenn ich mich verhaspel, weiter tänzeln. Und komm, noch fünf. Und Blockstellung. Nur die rechte. Und nochmal locker machen und wir tänzen wieder an. Tauchen, tauchen, dribbeln, tauchen, dribbeln, tauchen, dribbeln, tauchen. Kommt dran, noch fünf. In die Boxstellung, Freestyle, alle Schläge. Und die letzten 30 Sekunden tänzeln wir wieder. Move! Auf den Fußball! Komm! Ist erledigt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und der Rücken steigt ein. Timer aus. Ja, erstmal. Ja. So. Ich habe mal wieder einen Spickzettel. Denn weiter geht's. Hochintensiv. Speedlines und Verteidigungshandlung. Speedlines heißt, wir bewegen uns so schnell wie möglich. Vor und zurück oder rechts und links. Wir starten vor und zurück. Also versucht ordentlich Platz zu halten, zu schaffen. Vor und zurück heißt, es geht im Vorwärtsgang nach vorn und dann natürlich im Rückwärtsgang nach hinten. Und dabei wird geschlagen. So schnell und so viel wie möglich. Das Ganze für 30 Sekunden. Nach 30 Sekunden dann Verteidigungsbewegung. Das ist in der ersten Runde Slip links, Slip rechts. Ja, Slip links, Slip rechts. Mit Absicherung immer schön entsprechend hochziehen. Das ist Runde Nummer 1. So, der Spickzettel kommt mal hier zur Seite. Soll ich dir ansagen oder guckst du? Ne, was? Also dann, fangen wir an. Auf geht's, oh Tempo. Und schön schnell. Wer keinen Platz hat, der macht das im Stand. Noch 10 Sekunden. Slip links, Slip rechts. Dabei immer wieder auch schön leicht in die Hocke gehen. Dann arbeiten wir dann gleich auch ordentlich auf der Beinmuskulatur.
dabei. Noch 5 Sekunden. Und auf geht's. Speedline. Schnelle Schritte. Tempo. 15 Sekunden. Und flip links, flip rechts. Schön durchhalten. Noch 10 Sekunden. Ja, die Schläge sollen hier an der Seite vorbei segeln. Okay, Speedline. Feuer. Tempo. Gas. Mehr. Noch 10. Durchhalten. Speedline. Haben wir weg. Flips. Mit Absicherung, falls anstelle einer Geraden noch ein Haken kommt, haben wir zumindest noch ein Handschuh dazwischen. Pause. Tief atmen. Okay, weiter geht's seitlich, von rechts nach links. Dabei schön schlagen und schnell im Wechsel. Ja, ihr könnt das auch auf derselben Linie machen. Das sind die Lines. Die Verteidigungsbewegung ist der Duck. Also nach den rechts-links-Speedlines, dann immer wieder in den Duck. Halb aus dem Oberkörper, halb aus den Beinen. So wie der Oberkörper sich nach vorne neigt, so beugen sich die Knie. Zur Sicherheit immer noch einen Block mit einbauen. Huha! So, da sind nur noch 5 Sekunden Pause. Dann geht's auf in die Speedlines rechts, links. Und go! Tempo, 10 Sekunden haben wir schon geschafft. Weiter, 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 weiter. Tempo, Tempo, Tempo. Wer keinen Platz hat, macht nur ganz kleine Schritte. Noch 5 Sekunden. Tempo. Und die Ducks. Immer wieder auch ordentlich Spannung auf die Arme. Die Arme richtig schön zusammendrücken, sodass auch kein Schlag dazwischen passt. Noch 10 Sekunden, dann komm! Kämpfen, beißen, quälen und Speedline! Immer leicht gebeugt.
Noch 10 Sekunden und komm. Und Speedline, Feuer! Oh, jetzt wird's hart. Deshalb kommt Mark. Noch 10, noch Tempo, Tempo, Tempo. Komm! Noch 5, kurze Linie. Zurück. Dax. Saubere Kampfstellung, immer wieder. Ja, ihr seht meine Daumen. Die zeigen mir, ob ich richtig liege. Noch 5 Sekunden. Oh, jetzt brennen die Schenkel aber. Und das von der Viertel-Kniebeuge. Pause. So, Freunde, jetzt wird's richtig hart. Bei Speedline. Vor, zurück, rechts, links. Wer nur beschränkten Raum hat, Raum hat, bleibt auf der Linie. Vor, zurück, halbe Drehung, rechts, links. Verteidigungsbewegung ist der Leanback mit Schritt nach hinten. Pop. Bumm. Ja, das hintere Bein unterstützt die Bewegung. Noch 20 Sekunden, dann geht's weiter. Nochmal schön Luft holen. Oh Mann, das ist wirklich High Intensive Interval Training. Fertig, vor, zurück, rechts, links, Speedlines und Feuer! Kommt jetzt schon weg! Jetzt sitzt du noch 10 Sekunden an! Oh, schnell, 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 schnell! Und zurück! Und ihn weg! Schön auf dem hinteren Bein mitarbeiten. Noch 10 Sekunden. Speedline, vor, zurück, rechts, links. Zehnsuchtsschuh weg. Reden wird schwer. Beine werden schwer. Arme werden schwer. Noch 10. Schnell zurück! Lean back und go! Immer noch eine kleine Sicherung mit den Armen einbauen, falls wir uns nicht weit genug zurückdrehen. Noch 10 Sekunden und go! Die letzten Speedlines, vor, zurück, rechts, links. Und komm! Dranbleiben! Yeah.
Ihnen und komm! Los! Ha! Ha! I can do it, you can do it! I can do it, you can do it! Ha! Ha! Für mich ist jetzt Schluss. Nun kommt Marc. So, schönen guten Abend. Ich lasse euch erstmal einen Moment zum Verschnaufen. Das habt ihr auf jeden Fall nötig. Ja. Ich habe hier so, ich hoffe, man sieht das ein bisschen, so Tape-Linien aufgeklebt. Ja. Dann habe ich hier eine vordere Linie und dann hier zwei 45 Grad und eine, das ich hier 90 Grad Winkel habe. Ja. Das wäre dann so der frontale Stand, den ich habe. Mit der ersten Linie bin ich so zu meinem Gegenüber gerichtet. Bei der anderen Linie seitlich, aber immer gegenüber zu meinem Gegner. Ja. Hier. Ihr braucht das jetzt nicht unbedingt aufkleben oder aufzeichnen. Ihr sollt euch das nur ein bisschen vorstellen. Ja. Das ist einmal hier wie so ein T. Wenn ich hier rauf gucke, habe ich so ein T. Und dann habe ich noch zwei 45 Grad Linien. Ja. Das so als Linie, die ihr euch im Kopf vorstellt. Und wir arbeiten dann heute ganz locker nochmal mit den Pivots. Das heißt mit den Sternschritten und das wird jetzt alles relativ locker, keine Angst, das wird alles leichte Beinarbeit und wir steigern das dann progressiv. Wir haben drei lockere Röntchen, wie wir die Pause nehmen, ob wir die brauchen, gucken wir dann im Verlauf und wir starten dann schon mal. Ja. Boxstellung hinstellen, erstmal hier geradeaus die Linie, dann nehmen wir einen kleinen Step nach links. Und ziehe den hinteren hinterher, sodass ich jetzt in dem 45-Grad-Winkel zum Gegner stehe. Erstmal alles ganz statisch, damit wir die Schritte verstehen. Wieder den Step. Und dann ziehe ich den rechten Fuß hinterher, sodass ich wieder den Winkel verändert habe. Ja? Jetzt geht das Ganze zurück. Das ist ein bisschen schwieriger. Da geht der Schritt zuerst nach rechts, zack, dann ziehe ich den linken hinterher. Immer so eine kleine Verlagerung auch wieder des Gewichts, das ist immer zum Gegenüber wieder gucke. Ja. Step, dann hier nachziehen mit der kleinen Drehung und ich stehe wieder in meiner Ausgangsposition. Weiter geht's zur rechten Seite. Step, nachziehen. Kurz danach, wenn das nicht gut geklappt hat, kurz korrigieren, wieder die richtige Boxstellung aussuchen. Hier, Step, hup, stehe ich komisch. Ja. Einfach nochmal hier wieder hup, adjustieren und von neuem wieder. Okay? Ich hoffe, das Prinzip ist so ein bisschen klar. Wir fangen erstmal statisch an und dann nehmen wir ein paar Elemente mehr dazu. Okay? Also erstmal wirklich wieder in der Boxstellung stehen. Schritt nach links, tack, und nachziehen. 45 Grad zum Gegenüber. Tack, tack. Korrigieren. Stabilen Stand sichern, Deckung überprüfen. Jetzt zur rechten Seite. Step, drehen, sichern. Pop, tack. Step, Step und sichern. Step, Step. Jetzt geht es wieder zurück. Pup, pup. Zack, zack. Zack, zack. Pup, pup. Noch einmal machen wir das Ganze nach rechts. Und noch zweimal zu links, bis wir wieder in der Ausgangsposition sind. Einmal kurz ausschütteln, lockern. Jetzt waren es erstmal nur wirklich rein die Beine. Ja? Jetzt versuchen wir so eine kleine, bisschen locker auf den Beinen zu stehen, den Oberkörper ein bisschen zu bewegen. Ja? Immer wenn wir irgendwie arbeiten, wollen wir irgendwie beweglich sein, nicht komplett starr, so stehen, dass ich ein Ziel bin. Wirklich hier beweglich ein bisschen sein. Und jetzt machen wir den Step mit einem Block und einer Maid-Bewegung quasi. Ja? Also die Deckung nehmen wir hoch, damit wir nicht getroffen werden. Step und meiden und dann nachziehen wir. Hier ein bisschen mit dem Oberkörper ruhig bewegen. Zack, dann Step und nachziehen. Muss nicht so schnell sein, so dass ihr euch damit wohlfühlt. Wenn es schnell klappt, super. Wenn nicht, dann langsam, noch von langsam ins Schnelle. Ja, wir machen jetzt erstmal ohne Pause weiter. Bewegen, Oberkörper.
Vorstellen, es kommt die Hand des Gegners, Block meiden und nachziehen. Zack, bumm, nachziehen und wieder stehen. Bewegen, bewegen, bewegen. Zack, stellt euch vor, es kommt eine Führhand bzw. Schlaghand des Gegenübers und wir meiden diese mit dem Step und dann ziehen wir den anderen nach. Ja? Hand kommt, papp, zur Sicherheit mit die Hand hochnehmen, die Deckung und dann drehen, sodass wir den Winkel verlagert haben. Wieder zur anderen Seite. Bewegen, hup, zack, zack. Bam. Wieder zur anderen Seite, zack, zack. Und noch einmal zurück. Und noch zwei lockern. Alles ausschütteln einmal. So. Jetzt das Ganze nach der Maidbewegung nehmen wir einen Schlag mit dazu. Wenn wir nach links gehen, nehmen wir den Pivot Hook, den Haken mit dazu. Ja, also Slip und Step. Jetzt habe ich hier das Gewicht auf meinem linken Bein und wieder hier Nagel ist vor durch den vorderen Teil des Fußes gedreht und ich ziehe den hinterher und hau dabei den Haken. Ja? Der andere Fuß setzt mit, wenn der Schlag einschlägt, setzt der Fuß gleichzeitig auf. Schritt und Schlag sind meine Einheit. Also hier Slip und Step. Jetzt, boom, rein. Dann wieder da sein. Das Ganze jetzt zur rechten Seite. Nehmen wir die Schlaghand mit dazu, allerdings auf den zweiten Step. Das heißt, wir meiden, nehmen den Schritt mit, jetzt bei der Drehung, bam, komme ich mit der Schlaghand. Ja? Das wird hundertprozentig für die meisten ein bisschen schwieriger sein. So, nochmal machen. Bap, zap. Und wieder da sein. Boom. Boom. Wieder zur anderen Seite, das ist wieder der Haken. Pap. Was klappt, ruhig vorher bewegen. Boom, boom. Immer zuerst auf die Technik und die Ausführung achten. Wenn das gut klappt, dann wirklich vorstellen, es kommt ein Schlag und das Ganze ein bisschen realistischer und dynamischer machen. Bewegen, bewegen. Pap. Andere Seite wieder. Tack. Und nochmal locker. Ausschütteln. So. Die nächste nehmen wir vorher eine Angriffsaktion mit. Ja? Das heißt, hier ich schlag führend. Führen Schlaghand und dann 1, 2, meinen, bam, und nehmen die Schlaghand hinterher. Und lassen wir das erste Mal weg, nehmen wir erstmal nur die Schlaghand hinterher. Das wird vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Meiden, Haken, Schlaghand, korrigieren. Zur anderen Seite, zack, bam, und andersrum, den linken Kopf halt mitnehmen. Step. Bam, meiden, steppen, mitziehen, bam, und eindrehen. Bam, bam. Wieder zurück. Bum, bum. Bum, bum.
bewegen uns relativ frei, jetzt mal ohne das vorgestellte Tape-Konstrukt hier. Und wir kombinieren so ein bisschen mit den ganzen Sachen. Ja? Bewegen uns so ein bisschen locker Schattenboxen, keine große Intensität mehr, einfach nur ein bisschen bewegen. Boom. Können wir dann einfach mal ausprobieren. Mit anderen Schlägen, ein bisschen freie Hand habt, ein bisschen euch bewegt. Hier, boom. Bewegen. Immer wieder diese Pivot-Aktion für einen Schlaghand, Pivot-Hook. Ja? Das könnt ihr dann beliebig kombinieren. Ja? Wie ich das mache? 1, 2, Pivot, 1, 2, kann ich alles machen. 1, 2, Pivot-Hook, aufwärts, Kopf, aufwärts, komplett frei arbeiten. Ja? Und noch 1 Minute 40. Seid ein bisschen kreativ, überlegt euch das. Wenn das zu viel ist, geht die Basics, die wir gerade gemacht haben, nochmal durch. Bam, bam. Gerade auch zum Rausdrehen, so, wenn jetzt einer auf mich zukommt, wenn ich hier pop, weg, kann ich abhauen, kann ich weiter meinen Konter fortsetzen. Und mal sehen. Bam, bam, da sein. Auch ruhig mal nur die Pivots mitnehmen. Mit Step, ohne Step. Wupp, wupp, wupp. Das war's auch schon. Ich hoffe, war eine coole Sache, ein bisschen Technik mitgenommen. Ich hoffe, ihr könnt das noch außen aufnehmen nach der harten Belastung. Jetzt gibt's noch ein kleines Cooldown mit dem Thorsten und einen schönen Abend euch noch. Dankeschön, Marc. So, kleines Cooldown-Stretching war ein cooles Training. Und ich würde sagen, da es jetzt sehr, sehr beinlastig war, werden wir erstmal ein bisschen die Beinmuskulatur aufdehnen. Der Klassiker mit einer der wichtigsten Dehnübungen. Hintere Oberschenkel aufziehen geht am effektivsten, wenn man sich auf den Boden setzt und versucht mit den Fingerspitzen an die Fußspitzen und schön halten. Und löse die Spalt bei den Beinen und gehe das mal rüber mit der rechten Hand zum rechten Fuß und ziehen uns nach vorne. Die linke Hand liegt auf dem Knie und dann nach vorne ziehen. Löse Wechsel. Linke Hand zum linken Fuß und nach vorne ziehen. Rechte Hand liegt auf dem Knie, dem linken. Und nochmal die Beine schließen und wieder beide Hände vor an beide Füße. Und wir lösen langsam. Legen uns mal auf den Bauch, greifen uns den linken Fuß und ziehen den Fuß hoch zum Gesäß, versuchen das Becken auf den Boden zu lassen, halbwegs, den Unterbauch und halten. Lösen mal die Arme über den Kopf, nach vorne strecken und dann nach vorne greifen mit den Fingern. Auf dem Boden anpassen, balancieren.
kommt mal hoch. Und wir greifen uns das rechte Bein und ziehen den rechten Fuß ran ans Gesicht. Und halten. Und wieder lösen, nochmal die Arme nach vorne strecken. Und versuchen mit den Fingern ganz weit nach oben zu krabbeln, den Oberkörper strecken. Langsam lösen, jetzt versuchen wir beide Füße ranzuziehen ans Gesäß. Und den Oberkörper etwas hochziehen. Und jetzt versuchen wir die Beine, die Füße nach hinten zu drücken. Halten und langsam lösen. Okay, noch eine kleine Übung für den Rücken. Wir legen uns wieder auf den Bauch, die Arme abspreizen vom Körper und wir versuchen mit dem rechten Fuß und dem rechten Bein rüber zu kommen, auf die linke Seite. Weiter atmen. Versuchen das Bein anzuwinkeln halbwegs und rüberlegen. Atmen. Langsam zurücklegen das Bein, das linke Bein leicht anwinkeln und versuchen rüber zu legen, zur rechten Seite. Und weiter. Und atmen, langsam wieder zurücklegen das Bein. Okay, Hände unter den Schultergürtel, Rücken nach oben biegen. Becken bleibt auf Boden möglichst, Kopf ins Genick legen und den Rücken mal entspannen. Die Wirbelsäule mal ein bisschen nach hinten biegen. Kopf ins Genick legen, Augen schließen und entspannt durch. Und wir schieben langsam das Gesäß hinten auf die Füße, drücken den Brustkorb runter zum Boden und strecken die Arme. Gehen langsam in den Vierfüßlerstand, Hände unter den Schultergürtel, den Rücken hochdrücken zur Decke, Kinn auf die Brust und Spannung halten. Und lösen, Hände bleiben auf dem Boden, den Rücken durchhängen lassen. Und wir legen mal unseren linken Unterarm auf den Boden und versuchen mit dem rechten Arm so weit wie möglich nach links zu kommen. Und drehen mal den Arm nach oben und wieder. Schön die Wirbelsäule verdrehen und nochmal nach oben den rechten Arm und wieder rüber, so weit nach links wie es geht. Und noch einmal. Arm nach oben und rüber nach links. Zehn. Und atme dabei, langsam wechsel, rechten Unterarm auf den Boden und wir versuchen mit dem linken Arm so weit wie nach links, nach rechts zu kommen. Und wieder, mal nach oben, drehe den linken Arm und wieder rüber, so weit wie möglich nach rechts. Und nochmal. Und drehen, atmen, einmal noch. Und rüberziehen den Arm. Und zurücklegen. So, die letzte Übung. Wir setzen uns auf die Schienbeine. Rücken mal gerade, mal die Schulter nach hinten, nach vorne rollen. Und dann versuchen wir mit der Stirn auf den Boden zu kommen. Und legen die Arme neben die Beinen ab. Und entspannen uns. Kleines Paket. Zusammenrollen. Augen schließen. Und einfach entspannen. Und die Augen langsam öffnen. Oberkörper wieder aufrichten. Und wir machen mit dieser Übung Schluss für heute. Dankeschön.